Hallo Leute und willkommen zum Gemeinschaftsprojekt Let's All Play Super Mario 64. Oh ja, kein Name dahinter, einfach nur das Original. Und eigentlich wollte ich etwas mehr üben jetzt, aber ich habe jetzt nur einen Stern ein bisschen gepracticed, damit der nicht allzu scheiße aussieht. Die anderen weiß ich noch nicht mehr genau, welche ich nehmen werde. Das ist eine Art Gemeinschaftsprojekt, wo 40 verschiedene Let's Player dieses Spiel durchspielen, indem sie den Save State ein bisschen hin und her schicken. Für genauere Informationen ist der Link zum ersten Part, der von Bridgeman gemacht wurde, der auch das Ganze initialisiert hat, unten in der Videobeschreibung. Und wir machen Foot Race with Koopa the Krik. Ich hoffe, ich krieg das jetzt auch auf Anhieb hin. Denn ich wollte den eigentlich ganz cool machen. Ja, ja, rede du nur, bla 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 bla. Und los geht's. Ich werde jetzt wahrscheinlich etwas weniger reden, weil ich mich jetzt konzentrieren muss. Okay, okay. Hop, 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 hoch. Weiter. Okay, jetzt kommt der Sprung, den ich irgendwie immer versammle, obwohl der so leicht ist. Ja, ja, gut, gut. Gut, Mario. Und weiter geht's. Sieht nach einem perfekten Run aus. Der sieht gut aus, der sieht gut aus, der Run. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Richtig real. Na gut, ich versuche noch die Kanonen zu aktivieren, aber ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ich versuche es einfach mal. Auf, Mario. Koopa hat schon Vorsprung. So, jetzt dreht die Kamera wieder durch. Die dreht hier immer durch. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe gefällt. Aber egal, ich aktiviere trotzdem die Kanone für jemanden, der jetzt noch kommt. Einfach weil ich es kann. Ich habe den Stern ja. Ja, ich konnte es vergessen. Der Koopa ist schon zu weit oben. Ich habe ihn gerade auf dem Berg gesehen. Schade. Sehr schade. Wetten, ich werde jetzt so fällen beim Hochlaufen. Ey, ich bin mir jetzt so sicher. Ich werde jetzt so krass auf den Arsch fallen. Also versuchen wir es. Und Dreisprung. Und mit dem B hoch. So, und wieder den schönen Ballsprung-Trick hier. Oh nein, läuft super. Läuft super, besser als erwartet, ganz ehrlich. Hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Hatte ich vorhin echt schwierigere Probleme. Ah, der Koopa ist schon oben. Dieser Fettsack, du. Ich kann nicht mehr. Du hast mich fast zweimal besiegt. Bin so fett und langsam. So, der erste Stern, den ich für den Beitrag sammeln. Jo, machen wir gleich weiter. Wen soll ich noch machen? Ich überlege gerade, ganz ehrlich. Ich will nämlich nicht in der gleichen Welt bleiben. Ah, komm, ich mach den hier, dann kann ich noch was ganz Cooles zeigen. Der wurde nämlich auch noch nicht gemacht, soweit ich weiß. So, ich gehe schnell die Kanone aufmachen. Aber den werde ich, glaube ich... Oh, doch wurde der schon gemacht, ich weiß nicht. Nein, die Kanone ist zu, der kann noch nicht gemacht worden sein. Also, hoch da Mario... Ah, komm schon, das haben wir doch schon mal hingekriegt. What the... Okay, egal, wir sind oben. Ja, wir sind oben. Mario? Ich hasse es, mit Dingen zu reden. Ja, ja, mach mir die Kanone auf, bitte. Puh, ich hoffe, ich kriege das jetzt beim ersten Mal hin, sonst mache ich einen anderen Stern. Also ich kann da noch abweichen, ich versuche den aber jetzt. Einfach, weil ich es versuchen will. Yay! Practice time in etwas, wo ich eigentlich skillen wollte. Na los, Mario. Zeig mal, was du drauf hast. Währenddem kann ich überlegen, welchen Stern ich noch machen will. Ich habe jetzt tatsächlich die letzten beiden Sterne, die sind jetzt irgendwie nicht sicher. So, wie war das? Ich glaube, es war hier. So. Ich glaube, hier. Komm schon, komm schon. Verdammt! Das war viel zu weit oben. Irgendwann mache ich den hier. Ja, falscher Winkel. Wartet kurz. Der ist aber nicht allzu schwer, den müsste ich kriegen. Hol ihn dir, Mario. Ah, verdammt. Ja, jetzt sehe ich wieder so nicht Skiller aus. Ich will skillen. Los, Mario, mit Anlauf. Naja, fuck it. Ich will die Aufnahme jetzt ab nicht neu anfangen. Ich habe den Koopa jetzt so cool besiegt. Das direkt im ersten Versuch. Na, das soll Sauerstoff, Mario. Ja, ein Noob bei der Arbeit. Ich krieg den Stein mal, was immer im ersten Versuch. Ich fühle mich gerade irgendwie blamiert. Okay, Mario, jetzt aber. Geht doch. War doch jetzt nicht so schwer, oder Mario?
It's me, Mario. Das wäre voll schwer. Du hast den Stern falsch geholt. Du hättest benutzen müssen die Metallkappe. Sei ruhig, Mario. Das wissen die doch nicht. Das wissen die doch nicht. So, ich denke, ich hole jetzt noch den aus der Magma-Höhle. Der iPad war ja so lieb und hat uns hier den Schlüssel geholt. Oder... Nein, ich mache jemanden aus dem Geisterhaus. Ich mache jemanden aus dem Geisterhaus. Ich muss nur noch überlegen, welchen Weg ich gehe. Also ich verlaufe mich in meinem Geisterhaus. Aber da kann man noch einen sehr geil mit dem Wandsprung holen. Das war im Raum mit dem Klavier. Vielleicht finde ich den Raum auf Anhieb. Los rein mit dem Mario. Wenn ich den Wandsprung auf Anhieb schaffe, das wäre auch noch so eine Frage. Na egal. Dann rätseln wir jetzt mal rum, wie das doofe Klavier war. Oh, perfekt. So, hier müssen wir hoch. Seht ihr? So, hopp, 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 ja. Oh, first try, bitch. Und sterb. Das war schon, Leute. Das war mein Beitrag. Ich habe meine 3 Sterne geholt. Beim zweiten habe ich ein bisschen gefailt, aber geht eigentlich den ersten und dritten habe ich echt Skillig geholt, was mir auch richtig gut gefällt. Also, hoffentlich, ja, dass ihr Spaß dabei hattet. Wenn ihr die anderen Let's Player sehen wollt, unten ist auch die Playlist zu den anderen bisherigen 5 Parts. Und ja, dann werde ich den Safe mal in die nächste Person weitergeben. Ich werde noch nicht sagen, wer es ist. Ich werde mir das auch noch überlegen. Mir schweben da einige vor. Also Leute, das war's von mir. Ziegelstein LP. Lacht nicht über meinen Namen, der ist cool, okay? Der ist ganz cool. Den habe ich mir selbst ausgedacht. Also Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.